Okay. Eine Stunde dort. Als nächstes haben wir den Markus hier. Ich möchte nochmal aufrufen zum 12. November und auf unsere Webseite zu gucken, bitte, wie wir das am besten organisieren. Flyer gibt es am Stand links. Am Stand links gibt es auch 3, 4, 5 blaue Meerschweinchen, in die man was reinwerfen kann und es ein bisschen unterstützen bei der ganzen Sache, die wir hier organisiert haben. Das ist alles privat finanziert. Also wir ein bisschen helfen will, sind wir dankbar dafür. Wir sind auch ganz, ganz brav und geben es keiner Bank. Wir bezahlen lediglich den Strom. Danke. Website ist 15oktober-münchenue.de. Nächster Mittwoch, 20 Uhr, Edelweiß, Kaffee Edelweiß in Giesing, aber es wird auch alles dann dort stehen, da könnt ihr euch dann informieren. Als nächstes ist der Markus da. Markus! Markus! Hey. Servus. Servus! Servus! Ich bin der Münchner Kindl. Applaus! Servus! Und ich bin eigentlich das, was man mittlerweile so landläufig als Indigo-Kind kennt. Man zeigt gerne mit dem Finger mit Richtung ADHS und Dinge ist halt, sage ich, ich bin recht dankbar, dass ich mich nicht habe einpressen lassen von Kindesbeinen an. Bis heute habe ich mir immer versucht, ein Stück weit Freiheit zu behalten, deswegen bin ich auch selbstständig geworden. Als Selbstständiger habe ich eine Firma gegründet und habe Vollgas gemacht, was gegangen ist, aber in dem System ist natürlich schwer, mit nichts irgendwie zu was zu kommen. Hin und her und rauf und runter letzten Endes. Markus, was ist denn ein Indigo-Kind? Indigo-Kind, das kann man gerne googeln, man kennt das unter ADHS. Ah. Sagt, glaube ich, voll was. Ich möchte den Rahmen nicht zu sehr sprengen, weil bestimmt noch viel was zu sagen. Du bist auf der Welt, um den Wandel einzuleiten. Jawohl, jetzt lege ich los. Mit der Firma habe ich relativ daneben gelangt. Am Ende kam das Finanzamt auf mich zu und wollte von mir Geld haben, das, was ich nie besessen habe. Die letzten 3 Jahre habe ich damit verbracht, dieses Geld irgendwie zusammenzubringen. Aber was machst, wenn du das für die Altlasten zahlen musst? Dann kannst du das Geld für die Zukunft, das was du jetzt eben hast, an Einkommensteuer nicht zurücklegen und bist wieder in der Schuld. Das heißt, für 2009 und 2010 bin ich gleich wieder in der Spirale drin. Und die haben dann gesagt, so, jetzt reicht es mir, jetzt schaue ich mal im Internet, ich mag einfach keine Steuer mehr zahlen, irgendwas stimmt nicht. Und gehe dann rein, da finde ich irgendwas, warum du keine Einkommensteuer zahlen solltest. Das war mein Einstieg. Das ist jetzt 3 Monate her. Und da bin ich auf Sachen gekommen und ich möchte mich heute bedanken bei allen, die die Eier haben, die Power haben, die Infokrieger, die auf YouTube, die überall sich engagieren, die Aufklärungsarbeit leisten, die auf Facebook unterwegs sind. Die haben mich so weit gemacht, ich sage, Wahnsinn, was heute passiert ist. Wir sind so weit vorn. Und jetzt sehe ich natürlich, jetzt bin ich auch da, okay, als Insider, Chemtrails, Tierquälerei, Kriege, Bankster, was nicht alles da ist. Ich sehe aber auch die Aufrufe, das heißt, okay, basteln und schrauben wir weiter an diesem System. Wollen wir wieder irgendwo was schrauben und wollen wir irgendwo wieder weiter damit leben, dass wir die Macht abgeben? Nein! Meine Idee von der ganzen Geschichte ist relativ einfach. Ich glaube, dass das einfach bloß daran liegt, also wenn wir jetzt schauen, wer sind die Bösen? Wo sind's? Wir stehen jetzt gerade da und sagen, okay, warum sind wir hier? Sind wir da, weil die jetzt da drüben stehen, weil die uns zuhören? Nein, ich glaube, wir sind da, damit wir uns gegenseitig zeigen, wie viele das wir sind und dass wir es alle begriffen haben, dass wir verstanden haben, worum es geht. Das ist einmal das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Aber die Frage ist, warum ist das so weit gekommen? Ich glaube, jetzt muss langsam die Zeit aufhören, dass wir mit dem Finger zeigen, okay, empören ist wichtig, Aufklärungsarbeit, es gibt so viele, die wir noch nicht erreicht haben, so viele, die noch auf der Couch hocken, die noch im Fernsehkasten reinschauen und das glauben wollen, was da erzählt wird. Das ist wichtig, aber mit dem Finger zeigen, sage ich immer, okay, wir wissen mittlerweile Bescheid, was da ist, falsch läuft, aber so weitermachen können wir nicht. Wie ist das Ganze so gekommen? Ich glaube, das ist so gekommen, dass wir uns immer die Verantwortung abgegeben haben. Wir haben letzten Endes, haben wir das alles so erschaffen. Wir haben immer jemand gebraucht, den wo wir fragen, der wo uns legitimiert, der uns erlaubt, dass das so geht. Jemand, der uns untereinander regelt, jemand, der uns steuert. Das hat dazu geführt, dass wir eigentlich nichts anderes sind wie domestiziert. Wir sind eigentlich Haustiere und wissen es nicht. Wir gehen in den Supermarkt und wir fingern uns unser Brot
mit dem komischen Gestell da raus. Wir kaufen das, was die da reinstellen und glauben das, was die da auf die Produkte draufschreiben und die ganzen Umstände. Da fragen wir nicht, weil es so ist, wie es ist. Mei, das werden die schon richtig machen. Letzten Endes ist das auch die Ursache für das Geld oder was mit dem Geld passiert, weil denjenigen, denen wir die Verantwortung geben, das ist doch völlig klar, was die damit anstellen. Ich möchte gar keine Bösen sehen, sondern ich sage einfach, okay, was kann man machen? Und da habe ich eine Vision. Ich hab eine Vision, dass ich sage, wir brauchen gar kein Geld. Wir brauchen keine Ideologie, die uns spaltet. Wir brauchen, tut mir leid, das sind die ganzen Fahnen. Ich brauche keine Grünen, ich brauche keine Linken, ich brauche keine Schwarzen und ich brauche schon gar keine Gelben. Ich möchte sagen, dass wir gar niemanden brauchen, den wir fragen, ob das so richtig ist, wie es ist. Wenn ich schaue, wir leben im Überfluss. Es ist alles da. Wir haben die Sonne, die scheint, wir haben unendliche Energie. Wir haben Grün ohne Ende, wir haben Flächen. Wir können uns alle selbst versorgen. Und das, was wir alle nicht checken, ist, dass wir nicht den ganzen Tag arbeiten brauchen, damit wir bloß existieren dürfen. So sind wir nicht gedacht, dafür sind wir nicht auf die Welt gekommen, wir sind Menschen und Menschen müssen in Freiheit leben und das fängt überall an, überall, wo die Tiere einsperren, irgendwo, wenn diese Freiheit beschnitten wird, irgendwann merkt man, dass das kollidiert, dass das nicht so weitergehen kann. Letzten Endes, wenn wir erkannt haben, dass wir die Wahl haben, dass wir uns nimmer domestizieren lassen, sondern dass wir uns selber versorgen können. Ja, wen braucht man noch fragen? Brauchen wir ein Bankkonto? Muss ich noch Angst haben, dass ich am nächsten Ersten meine Miete zahlen kann? Überhaupt nicht. Und da ist immer die Frage, okay, wer macht denn das? Wer sorgt jetzt für unser Wasser? Wer sorgt für unsere Energie? Wer sorgt fürs Essen? Was soll das alles? Hey, wir sind Menschen. Wir haben zwei Hände. Zumindest sehr viele von uns und können es auch nutzen und wir haben ein Hirn. Und unser innerster Drang ist es doch nützlich zu sein. Wir wollen uns engagieren, wir wollen beitragen und auf das kann man sich immer verlassen. Und wenn ich jetzt schaue, wie viele müssen denn eigentlich was tun und arbeiten, damit wir versorgt sind, das sind relativ wenig. Und die würden das auch sehr gern tun. Das steht für mich einfach fest. Und der Mensch ist nicht irgendwie etwas, das über der Natur steht. Der Mensch ist ein Teil der Natur. Und wenn ihr jetzt die ganzen Leute anschaut, die da die Neuhauser Straße runter sind, wie sie es immer sagen, die rennen da völlig ungeregelt durcheinander. Und nichts passiert. Da sind keine Verkehrszeichen, da sind keine Orte, die sagen, da geht's links und da geht's rechts. Die Natur schafft immer für den Ausgleich. Und der Mensch ist ein Teil der Natur. Die Frage ist, wo kommt denn das her, dass wir alle miteinander verbunden sind? Ich glaube ganz fest daran, dass es so ist, dass jeder, wie er hier geboren wird, mit all seinen Talenten, mit all seinen Fähigkeiten, dass das einen Sinn hat. Jeder, der eine Sehnsucht in sich trägt, mit seiner Liebe, das, was er kann, das ist genau dazu da, dass er das in diese Welt trägt. Das muss angewandt werden. Das Ganze ist korrumpiert, es geht unter, weil wir den ganzen Tag bloß im Vollwahnsinn uns gegenseitig zerfleischen, dass wir unseren eigenen Vorteil schützen, dass ich bloß genug habe für mich. Das braucht es nicht. Und jetzt möchte ich euch gerne mal kurz auffordern, wo wir herkommen und da, wo diese Energie herkommt, dass wir damit einfach mal Verbindung aufnehmen, dass wir vielleicht nicht nur mit Worten versuchen, uns gegenseitig zu überzeugen, denn es gibt noch viel mehr als Worte, um das verständlich zu machen. Ich möchte euch jetzt einfach mal auffordern, eure Hand auf euer Herz zu legen. Und die Augen zu schließen, zur Ruhe zu kommen. Legt eure Schilder hin, braucht es gerade alles überhaupt nicht. Und jetzt sei einfach mal nur du. Spür dein Herz, wie es schlägt. Meins pumpert gerade wie Wahnsinn.
und spürt einfach mal rein in euer Herz, dort, wo du bist, dort, wo du immer zu Hause bist. Wenn du da ganz tief reingehst, dann wirst du spüren, du bist nicht allein. Ich habe die Vision, dass wir alle tatsächlich frei bestimmt sind und dass das so werden wird. Es wird auch einen großen und langen und vielleicht sogar beschwerlichen Weg dahin geben. Aber wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, dann können wir demonstrieren, wie wir wollen. Es wird nichts nützen, es wird nichts verändern. Wenn wir am nächsten Montag wieder alle uns auf die Straßen begeben, die Autobahnen verstopfen und uns gegenseitig schneiden, damit ich eine Minute früher dran bin als der andere, dann wird sich nichts ändern. Ich möchte auch insbesondere die auffordern, die erkennen, dass sie nichts anderes sind als Krakenarme dieses Systems. Leute, Rechtsanwälte, Rechtsanwaltsgehilfinnen, Polizisten, Richter, Politiker, Leute, die in Banken arbeiten, Leute, die in den Behörden sitzen, die Strafzettel rausgeben, die Ordnungswidrigkeiten veranlassen, damit anderen Leuten der Führerschein weggenommen wird. Leute, die Finanzbescheide rausgeben, Leute, die Hausdurchsuchungen und im Endeffekt Beraubung verursachen, mitbegünstigen. Die sind doch jetzt aufgefordert, aktiven Widerstand zu leisten und zu sagen, hey, ich hab's kapiert, ich helfe da nicht mehr. Und wenn ich bei dem, ja. Und die anderen, die in Berufen sind, wo sie merken, dass sie eigentlich nicht ihrer Sehnsucht leben, wo sie Berufe ausführen, wo nichts produziert wird, sondern wo Leute nur ausgebeutet werden oder wo man schon genau weiß, diese Firma, die verstößt gegen die Menschenrechte, diese Firma, die lebt davon, dass Tiere gequält werden, diese Firma lebt davon oder finanziert Kriege. Da muss ich aufhören. Da kann ich dann nicht mehr sein. Ich kann nicht hingehen und demonstrieren. Im Internet das eine Posting ums andere, in Facebook umeinander schmeißen und genauso weitermachen wie bisher. Das ist, so funktioniert es nicht. Ich möchte abschließen mit einer Botschaft. Wenn ihr Regeln braucht, und die werden wir brauchen, aber ich glaube, dann sind sie wenig. Das erste Gesetz, das wir nicht vergessen sollten, ist Liebe. Füreinander, Mitgefühl. Selbstbestimmtheit und Freiheit hört erst dann auf, wo man anderen schadet. Danke.